Noch 12 Tage bis zur Wahl und heute findet in Lübeck das TV-Duell zwischen unserem Ministerpräsidenten Thorsten Albig und dem Spitzenkandidaten der CDU statt, Ingbert Liebing. Oder Daniel Günther? Oder vielleicht haben sie noch schon wieder gewechselt. Keine Ahnung, warten wir mal ab, aber es wird bestimmt super. Während die Polizei Stellen abgebaut hat, das war die SPD, die Polizeistellen sind dann aufgebaut. Um Thorsten dann gleich ordentlich anfeuern zu können, haben wir uns vorher schon mit ein paar Jusos hier im SPD-Büro der SPD Lübeck getroffen und basteln hier jetzt fleißig Materialien und stimmen uns schon mal ein bisschen ein, damit wir gleich mit richtig guter Stimmung ihn anfeuern können, wenn er dann ins Feld fährt. Gerade im SPD-Kreisbüro in Lübeck. Wir basteln ganz viele tolle Sachen für das TV-Duell von Thorsten und irgendeinem Typen, den man nicht kennt, von der CDU. Na, Jibril, gehst du wieder deinem größten Hobby nach? Natürlich, Canvassing ist mein Leben. Warum steckst du heute im Karton? Um für Thorsten eine richtig gute Stimmung zu machen, um zu zeigen, dass wir hier präsent sind und dass wir unseren Spitzenkandidaten auch bei so einem Duell unterstützen. Ja, du hast jetzt die Jubelschreie aufgebrochen und glaubst nur, weil sie lauter ist, kann sie irgendwas bewegen. Aber der Ministerpräsident ist noch gar nicht hier. Von daher, wenn er gleich kommen wird, werden wir Jusos mal zeigen, wie es wirklich geht. Hier sieht man jetzt ganz klar den Unterschied zwischen den uniformierten JU-Lern, die mit dem einzigen Inhalt, nämlich Daniel Günther, werben, und den ganz, ganz runden Jusos, die all die Themen, die Thorsten Albig in den letzten 5 Jahren schon bewegt hat und angeschoben hat, und dann dazu noch das, was wir in den nächsten 5 Jahren machen werden. Jetzt kommt hier Thorsten, unser Ministerpräsident, an und wir begrüßen ihn ganz herzlich. Da können die noch so laut schreien, das macht keinen Unterschied. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß heute Abend. Genießt das. Werden wir. Und macht was draus. Gerade haben wir Thorsten Albig ordentlich angefeuert. Das war richtig, richtig klasse. Man hat gemerkt, wie viel Bock er hat und wie sehr ihn das gefreut hat, dass so viele Jusos da waren. Jetzt haben wir uns hier versammelt im Kreisbüro und schauen jetzt gemeinsam das TV-Duell und werden sehen, wie gut er sich schlagen wird. Die Polizei Stellen abgebaut hat. Das war die SPD, die Polizeistellen, die man aufgebaut hat. Die 500 Stellen. Wie hat Thorsten sich geschlagen? Ich finde, er hat sich sehr gut geschlagen, hat die Flagge geschlagen, hat alle Argumente gut gelegt, die er aufgeboten hat. Und er wird unser nächster Ministerpräsident sein. Genau, wie er bisher war, wird das auch zukünftig sein. Was war denn das Thema, wo er besonders deutlich überzeugen konnte, dass die SPD einfach die besseren Argumente hat? Definitiv bei der Bildung, weil er hat gezeigt, dass Schleswig-Holstein bei der Bildung einen Fortschritt gemacht hat. Und er hat auch gezeigt, dass die Schüler keine Versuchskaninchen sind, sondern dass er die Schule arbeiten lassen möchte. Damit die Polizei schneller bei ihnen sein kann. Es gibt mehr Polizisten und Polizisten in den nächsten Jahren. Die Wahlarena ist vorbei. Wie fandst du das? Ich fand es sehr spannend. Ich muss sagen, ich sehe natürlich Thorsten Albig als ziemlich deutlichen Gewinner. Klar, hat er sich gut geschlagen? Sehr gut, Daniel Günther hat zwar einige Punkte machen können, allerdings finde ich, dass klar geworden ist, bei manchen Themen hat er dann den Fragestellern so nach dem Mund geredet und gesagt, wir machen das alles besser. So, dann gesagt, wir haben einfach den besseren Plan und wir haben einfach den politischen Willen dazu. So ganz überzeugen kann einen das, finde ich, nicht. Dementsprechend ist mein Kandidat dann auch am 7. Mai Thorsten Albig. Dann gesprochen, es geht allen ähnlich. Beide haben ihre Punkte gemacht. Die Wahlarena ist jetzt vorbei, wie hat es dir gefallen? Es war richtig gut. Ein paar Mal hat dieser CDU-Kandidat noch mal jetzt heiß. Ja, weiß ich auch gar nicht. Günther, Daniel, Ingbert, man weiß es nicht. Ja, Günther Liebing oder so. Keine Ahnung, ja. Hat er versucht, irgendwie Thorsten anzugreifen, beziehungsweise die Arbeit der Regierung anzugreifen, aber Thorsten ist immer richtig gut ruhig geblieben und hat sehr gut gekontert. Also ich bin echt zufrieden, wie das verlaufen ist. Das TV-Duell ist jetzt vorbei. Thorsten habe ich konnte ganz deutlich zeigen, dass er rhetorisch stärker ist, dass er souverän ist und dass er auch einfach die besseren Argumente hat und konnte ganz deutlich zeigen, dass er der richtige Ministerpräsident für Schleswig-Holstein ist. Und ich freue mich natürlich über jeden, der liked, kommentiert oder abonniert und am besten schaut ihr euch auch gleich eins hier der anderen Videos an.